Trutchen, Trutchen, warte mal. Hört ihr das an? Bild von der Verlobten, weißt du, von Werner. Der Pilot, der fliegt nämlich hier gerade so dicht über die Dächer, als ob er kurzsichtig ist und nachsehen will, wie unser Flugplatz heißt. Was? Ja, jedes Mal zieht mein Kopf ein, nicht? Nee, du, ich bin doch gerade im Geschäft. Ich muss unsere neue Verkäuferin empfangen, weißt du, Werner ist auf dem Flugplatz. Die alte, die Neumann, die heiratet gerade. Heute, ja. Oh. Was meinst du, was wir für Glück haben? Wie schwer das ist, eine gute Verkäuferin zu kriegen. Und die neue ist reizend, sehr damenhaft, verlobt und will weiterarbeiten. Also lauter gute Eigenschaften. Ja. Und weiß genau, was sie will. Weißt du, was sie Werner gefragt hat? Ob ich im Geschäft mitarbeite. Sie arbeitet nicht gern mit Frauen. Ja, ja, aber du, genau wie ich, bin doch auch Zeit meines Lebens besser mit Männern ausgekommen. Moment mal, ja, ich glaube, sie kommt jetzt gerade. Guten Morgen, Frau Rogalski. Sie sind hier? Keine Angst, nur zur Vertretung. Mein Sohn musste zum Flugplatz, aber ist jeden Moment wieder da. Und einer von uns muss sie ja schließlich empfangen, nicht? Wollen Sie nicht so lange Platz nehmen? Vielen Dank, ich wollte mich eigentlich erst mal ein bisschen umsehen. Aber ja, machen wir. Augenblick. Trutchen, ich muss aufhören. Mhm, mach's gut. Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte. Ich bitte Sie, ich hätte doch auch rausgehen können. Na, das wäre ja noch schöner. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Bitte? Okay. Unsere Christel kennen Sie ja schon, nicht? Wir haben uns vorhin bekannt gemacht. Christel, was ist bei uns los? Sind unsere Staubtücher alle geworden? Nein. Na, warum benutzen wir sie dann nicht? Na, nun geh, hol. Christel, ich glaube, die hätten es auch mal nötig. Was? Sie sehen sowas auch? Oh, ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden. Ja, bestimmt. Ja? Wissen Sie, es gibt in unserer Branche so wenige Geschäfte, in denen man gleich so richtig warm wird. Ja. Aber das hat ja alles so viel Atmosphäre. Naja, man spürt hier überall die Hand einer Frau. Bestimmt. Ja. Dabei habe ich mich ja seit 2 Jahren völlig zurückgezogen. Ja? Ach, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wenn ich dran denke, wie das hier aussah, als ich das erste Mal hier hereinkam. Das heißt, also hier bin ich überhaupt gar nicht hereingekommen. Das war nämlich eine Bäckereifiliale. Die habe ich erst 53, habe ich hier alles durchgebrochen. Und damals, 1937, da suchte man eine junge Verkäuferin. Ich sag Ihnen, als ich den Laden das erste Mal sah, wollte ich sofort wieder umkehren. Aber, naja, ganz plötzlich sah der Juniorchef damals durch die Scheiben. Bin ich dem Geschäft halt näher getreten. Hab gleich geahnt, das wird eine Lebensstellung. Wissen Sie, wo er um meine Hand angehalten hat? Nein. Nachts um 22:30 im Schaufenster. Ich musste dekorieren und er wollte mir durchaus dabei helfen, aber er hat mich nur gestört. Am nächsten Morgen jedenfalls habe ich das Schaufenster dann alleine fertig dekoriert. Und heute ist mein Ältester schon Chef. Tja, wo sind die Jahre geblieben? Und eine Chefin ist nun auch schon in Sicht. Eine Chefin? Ja, hier. Bitte. Ich dachte, das wäre ihre Tochter. Ich hoffe, sehr bald. Wissen Sie, alle meine Söhne sind verheiratet. Nur mein Ältester noch nicht. Sein reizendes Mädel. Denen lebt auf einem Gut bei Kopenhagen. Das heißt, im Moment war sie gerade hier, aber bitte nun setzen Sie sich doch. Ja? Dankeschön. Sie hat uns nämlich besucht. Wollte sich alles hier mal so ein bisschen ansehen. Plötzlich in einer Großstadt leben, ist ja schließlich ein Schritt für so ein Mädel, nicht? Aber sie ist reizend. Wird bestimmt wieder eine meiner Lieblingsschwiegertöchter. Stellen Sie doch mal die gelbe Tasche. Jetzt kommt aber mein Sohn. Werner! Die neue, ja. Bitte, alles, was wir eben gesprochen haben, die bleibt neue, natürlich unter uns. Hm? Guten Tag, von Borgfeld. Guten Tag. Ja, wenn Sie vielleicht schon mal in den Laden rausgehen wollen, ich komme gleich nach. Ja. Vielen Dank, Mutter. Na, hör mal. Du warst aber eben nicht sehr nett zu Fräulein Borgfeld. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vergiss nicht, mich um 12:30 abzuholen, nicht? Und sehr pünktlich. Wir können die Neumann nicht warten lassen. Kannst du nicht allein gehen? Na, hör mal. Das kannst du doch der Neumann nicht antun. Die war 15 Jahre bei uns. Man heiratet doch nicht alle Tage. Ach, ich weiß schon. Du willst dich ja nur vom Tanzen drücken. Nee, mein Junge, du kommst mit zur Hochzeit, damit du dich dran gewöhnst. Christel, bitte sagen Sie meinem Sohn, wenn es 12:30 ist, ja? Hallo, mein Junge. Wie geht's? Ich will bloß gerade Werners Wagen holen. Der Ölwechsel ist mal wieder überfällig. Ja, aber du sei pünktlich um 12:30 zurück. Wir gehen zur Hochzeit. Darauf kannst du dich verlassen. Um 12 steht er wieder vor der Tür. Muntere doch Werner mal ein bisschen auf. Karin ist gerade weggeflogen. Hallo, Werner. Gib mir mal schnell die Autoschlüssel. Mutter hat gesagt, ich muss mich beeilen. Ja, Moment. Du, deine neue Verkäuferin, die ist aber nicht von der Hand zu weisen.
So? Ich habe noch gar nicht gemerkt. Naja, wenn man so in Lach ist wie du. Übrigens, Margot hat gefragt, ob wir schon für die Hochzeit sparen müssen. Wohl kaum. Wieso, was ist denn los? Habt ihr Krach gehabt? Krach? Mensch. Karl war die ganzen Tage schon so komisch. Heute auf dem Flugplatz hat sie mir gesagt, sie weiß nicht, ob sie hier leben kann. Sie hat immer Sehnsucht nach zu Hause. Es ist hier alles zu eng. Sie kommt sich wie eingesperrt vor. Ist ja noch nicht endgültig. Sie will sich alles nochmal in Ruhe überlegen und mir dann Bescheid geben. Ich soll ein bisschen Geduld mit ihr haben. In spätestens einer Woche will sie von sich hören lassen. Aber ich glaube eben einfach nicht mehr dran. Ist wieder die Mittagsmaschine nach Frankfurt. So, jetzt ist sie weg. Also, Trutchen, ich muss dir sagen, ich habe mich am Anfang wie Bolle amüsiert. Ja, ganz recht. Am Schluss lässt bei solchen Festen immer die Stimmung nach. Aber das kann ich gar nicht mehr beurteilen, da war ich ja gar nicht mehr da. Nein, bin ich doch schon getragen worden. Auf der Bahre. Also ich sag dir, der Unfallarzt hat gesagt, ich hätte großes Glück gehabt. Ist ein einfacher Bruch. Nee, bin bloß umgeknickt. Beim Beat. Aber weißt du, ein Beinbruch ist ja heutzutage gar kein Beinbruch mehr. Moment mal, da ist jemand. Wer ist denn da? Ich bin es, Frau Horalski. Na, aber kommen Sie doch rein, Fräulein Borgfeld. Ich habe Ihnen eine Kleinigkeit zurechtgemacht. Das ist doch aber reizend. Das war nur wirklich nicht notwendig. Oh, mir macht es Spaß und Sie müssen was essen. Guten Appetit. Hören Sie mal. Ich muss gleich wieder rüber. Vielen Dank. Und grüßen Sie meinen Sohn, ja? Für das war Fräulein Borgfeld. Die hat mir gerade was zu essen gebracht. Nein, ich kann doch nicht mehr kochen. Und jetzt sich sofort bereit erklärt, für Werner und für mich zu sorgen. Ist wirklich ein richtiger Mensch. Ich sag überhaupt, wer die Borgfeld zur Frau bekommt. Das ist aber ein Glückspilz. Nö. Einen Verlobten haben wir noch nicht kennengelernt. Sie sagt ja, Beruf und Privatleben wäre zweierlei. Darf ich abräumen? Ja, bitte. Hat es Ihnen nicht geschmeckt? Doch, aber ich habe im Moment keinen Hunger. Dann sagen Sie mir doch, worauf Sie Appetit haben. Ich koche Ihnen gerne etwas anderes. Vielen Dank, aber habe eigentlich auch nichts Appetit. Man hat ja auch keinen Zweck, um was in sich reinzustopfen. Der Hunger wird schon wieder kommen. Ich habe auch mal 14 Tage nichts gegessen, als meine Verlobung auseinanderging. Später lacht man drüber. Sie waren schon mal verlobt? Nur einmal. Ja, und der Ring? Ach, der? Der hat nichts zu bedeuten. Ich trage ihn nur als eine Art Schutz. Die Männer nehmen sich da nicht so viel heraus. Ich will Sie nicht mit meinen privaten Dingen belästigen. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Oh ja, gern. Ihr Kaffee ist wirklich ausgezeichnet. Danke. Und das ist aber hübsch, dass du mich auch mal besuchen kommst. Wie geht's dir denn? Oh, gut. Ja? Ich hab dir was mitgebracht. Dankeschön. Wie geht's denn, Ille? Oh, auch gut. Oh, du bist ja so spendabel. Na und? Was macht denn deine Praxis? Ja, gut. Und dein Bein? Immer noch Schmerzen? Oh, ja. Du bist auch ein Dr. Albrecht. Was soll der nur schon sagen? Hast du dich geärgert? Nein. Wie kommst du denn wieder darauf? Du hast doch irgendwas, ich kenne dich. Nein, ich habe nichts. Naja, nur. Nur? Ach, dein Bruder Werner. War gestern Abend im Konzert mit der Borgfeld. Na und? Was heißt na und? Na, du bist ja vielleicht gut. Werner in einem Konzert, dieser amusische Mensch, der mir zuliebe nicht mal zu Karajan gegangen ist. Also, wem es gelingt, Werner ohne Handschellen in eine Symphonie zu bringen, du, der hat einen großen Einfluss auf ihn. Das Tollste ist, der ist auch noch bis zum Schluss geblieben. Ich sag dir, die hat einen großen, großen Einfluss auf ihn. Die gefällt ihm. Die Symphonie? Nein, die Borgfeld. Mutti, was du gleich immer alles wieder siehst. Ja. Ich stell mal die Blumen ins Wasser. Hm. Vielleicht wollt sie ihn nur ein bisschen ablenken. Na klar, von unserer Karin. Die will sich doch unseren Werner kapern, das ist doch wohl klar, nicht? Die Sorte von Frauen kenne ich, mit dem sanften Augenaufschlag. Und Karin ist weit. Werner ist doch Wachs in den Händen solcher Frau. Dann sprichst du nicht mal mit ihm, Mutti. Na, das werde ich aber auch tun. Was geht auch so? Nein, wir müssen weiter nach links rüber. Bevor ein Bock hört, ich geh mal schnell zu meiner Mutter rüber, wenn irgendwas ist, ich bin in 10 Minuten wieder zurück. Ja gut, Herr Rogalski. Christel, man ist schon so in einem längeren Rock oder gar nichts. Wir verkaufen Taschenreklame für Strumpfhosen, brauchen wir hier nicht zu machen.
doofe Zicke. Klemmer Rogalski? Wer ist da? Wer? Ich kann Sie so schlecht verstehen. Söborg. Nein, Herr Rogalski ist nicht da. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Post. Ja, das will ich gerne bestellen. Auf Wiederhören. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ist doch nichts weiter dabei. Tanja meinte auch, wir sollten die Karten nicht verbreiten. Tanja? Oh, Tanja. So weit bist du schon. Mutter, ich bin Mitte 30. Da kann ich ja wohl mit meiner Mitarbeiterin ins Konzert gehen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Und hinterher? Hast du sie gleich nach Hause gebracht? Daher waren wir noch essen. Dann sind wir auch noch tanzen gegangen. Tanze ausgezeichnet, sagt Tanja. Hm, lügen tut sie auch noch, die Dame. Dein Gipsfuß bekommt er aber gar nicht. Lass dich nur ruhig einwickeln. Aber weißt du, wer mir leid tut? Karin. Die sitzt nämlich alleine da oben in Dänemark bei ihren Pferden. So, dann will ich dir mal was sagen. Karin ist sehr froh, dass sie bei ihren Pferden ist. Ihr gefällt's bei uns nicht. Das glaube ich nicht. Na, sie hat's mir doch selber gesagt, Mutti. Auf dem Flugplatz. Das hättest du mir doch erzählt. Ich wollte dich nicht unnötig aufregen. Karin wollte sich alles nochmal überlegen, aber bis heute habe ich nichts von ihr gehört. Kein Brief, kein Anruf. Na, das ist auch eine Antwort. Passt ja alles gar nicht zu Karin. So. Jetzt rufe ich das Mädel aber an und wasche ihr den Kopf. Nein, Mutti, das wirst du nicht tun. Du, ich bin noch niemals einem Menschen nachgelaufen. Wieso? Das hast du ja auch nicht nötig, mein Junge. Gut, dann versprich mir, dass du sie nicht anrufst. Na ja, verspreche ich dir. Ehrenwort? Ja, großes Ehrenwort. Naja, vielleicht ist auch ganz gut, dass alles so gekommen ist, weißt du. Im Grunde ist Karin doch auch viel zu jung für mich. Sagt Fräulein Borgfeld. Nein. Naja, sie hat doch recht. Pferde und Taschen passen nun mal nicht zusammen. Weißt du, Mutti, ich brauche eine Frau, die was vom Geschäft versteht. Eine richtige Partnerin. Sagt die liebe kleine Tanja. Sag mal, was sagt langsam dieser Verlobte von ihr dazu? Den gibt's doch gar nicht. Was? Nein! Ja, den Ring trägt sie doch bloß als, naja, weißt du, heutzutage als alleinstehende Frau, nicht? Na, die wird nicht mehr lange alleine stehen, wenn sie so weitermacht. Nun hör aber auf, Mutti. Wenn ich Tanja erzähle, wie du von ihr sprichst, dann kündige ich die doch sofort. Ist das wahr? Och, Junge, tu mir einen Gefallen, ja? Sag's ihr, und zwar ganz schnell. Und wenn du jemand im Laden brauchst und findest keine Verkäuferin, nur ich helf dir. Ich bediene auch im Rollstuhl. Irgendwas gewesen? Nein, nichts. Kein Anruf. Krügern. Ja. Wollen Sie jetzt Ihren Kaffee? Ja, aber machen Sie nicht so einen Labrien. Einen starken. Kann ich gebrauchen. Der war vielleicht staubig, kann ich Ihnen sagen. Frau Krüger, Sie sollen nicht immer am Stamm anfassen. Ach so. Die geht ganz schön ran, was? Ja. Tüchtig, tüchtig. Ja? Etwas zu tüchtig, Frau Krüger. Mhm. Naja, dann mache ich jetzt den Kaffee. Ja. Nimm das Papier mit. Entschuldigen Sie, es ist heute etwas später geworden, aber wir hatten sehr viel zu tun. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Es ist eine Spezialität von mir, Kohlrouladen. Kohlrouladen? Mögen Sie die nicht? Doch, ich schon. Stell mir mal das Gesicht meines Sohnes gerade vor.
Wieso? Der kann Kohlrouladen nicht ausstehen. Er hat schon gegessen, 3 Stück. Ist doch gar nicht möglich. Doch. Er war ganz begeistert. So? Bei mir hat er nie Kohlrouladen gegessen. Vielleicht kommt es auch etwas auf die Zubereitung an. Danke. Manchmal ändert sich ja auch der Geschmack eines Menschen. Das kann man wohl sagen. Und zwar in jeder Beziehung. Danke. Sagen Sie mal, schämen Sie sich eigentlich nicht? Sie haben doch wirklich meinen Sohn, also Sie haben ihn doch wirklich mit dem Lasso eingefangen. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen, Frau Rogalski. Sie haben es doch damals auch nicht anders gemacht, oder? Erlauben Sie mal. Ich habe mich nicht in ein gemachtes Nest gesetzt. Ich habe es mitgebaut. Bei mir war das doch wohl was ganz anderes. Stimmt. Sie konnten sich damals verloben, im Schaufenster beim Dekorieren. Sie wurden dabei ja nicht beobachtet. Jedenfalls habe ich mich nicht zwischen zwei Menschen gestellt. Aber bei Ihnen ist das ja wohl nichts Neues, nicht? Mit Ihrem vorigen Chef haben Sie es ja genauso gemacht. Da haben Sie sich ja gründlich erkundigt. Jawohl, und zwar mit einem verheirateten Mann. Sie haben recht. 10 Jahre waren wir zusammen. Und immer wieder hat er mir versprochen, dass er sich scheiden lassen will. Alles habe ich für ihn getan. Die Firma habe ich mit aufgebaut. Keinen Abend bin ich vor 10 Uhr nach Hause gekommen. Bis ich dann gemerkt habe, dass er gar nicht daran denkt, sich scheiden zu lassen. Habe ich Schluss gemacht. Jahrelang habe ich jedes Wochenende alleine zu Hause gesessen. Nein. Ich will keinen Halbtagsmann mehr. Aha. Und dafür ist Ihnen jedes Mittel recht. Ja. Ich habe schließlich auch Anspruch auf ein bisschen Glück. Ja. Und so viele Männer findet man nicht, die einem auf Anhieb gefallen. Entschuldigen Sie, aber ich muss jetzt wieder rüber. Werner wollte um 2 in der Filiale sein. Ja, übrigens, Sie brauchen sich nicht mehr zu bemühen, nein? Eine meiner Schwiegertöchter kocht von jetzt ab für mich. Das trifft sich ja wunderbar. Wir fahren nämlich morgen nach Offenbach zur Lederwarenmesse. Was? Ja, und anschließend auf ein verlängertes Wochenende in den Schwarzwald. Wieso, wer kümmert sich dann ums Geschäft? Meine Vorgängerin, das ist schon alles abgesprochen. Das ist ja reizend, dass ich das jetzt erfahre. Zeit ist wohl vorbei, wo ich meinen Jungen vor Dummheiten bewahren kann. Das mache ich jetzt. Guten Appetit. Sie... Ach. Tag, Mutter. Guten Tag. Heute bekommst du die schönsten Kohlrouladen deines Lebens. Was, schon wieder Kohlrouladen? Hatte ich doch erst gestern. Tag, ja. Tag. Sag mal, wie geht's dir denn? Ach, wie soll's mir schon gehen? Vorsichtig. Warum sitzt du denn mit dem Rücken zum Fenster? Da kannst du doch nicht sehen. Ich hab denen gesagt, dass ich was sehen will. Ich will doch nicht mit angucken, wie mein eigener Sohn da mit dieser Person wegfährt. Interessiert mich doch nicht mehr. Ach, sieh mal nach, ob Werner die Koffer schon eingeladen hat. Na? Er ist gerade dabei. Ach, und ich sitze hier rum und kann nichts, aua, kann nichts tun. Warum habe ich bloß Werner versprochen, dass ich Karin nicht anrufe? Aber versprochen ist versprochen, mein Wort halte ich. Dankeschön. Moment mal. Hab doch nur versprochen, dass ich nicht anrufe. Was ist denn mit dir? Ja. Aber du könntest mir doch den Gefallen tun. Hol mir mal meine Tasche vom Tisch. Aber komm, Mama, damit ich doch überhaupt nicht. Du könntest doch für mich mal anrufen. Den Gefallen wirst du mir doch wohl tun. Nicht mit dir. Jetzt fällt mir auch dieser Stocken auf. Heute. Wie war denn die Vorwählnummer von Holzkilde? Warte mal. Mama, ich kenne die doch überhaupt nicht so gut. Was soll ich denn zu dir sagen? Komm, ist ganz egal. Warte mal. Vorwahlnummer ist 0045. 00, sag irgendwas, weißt du, frag nach einem schönen Ferienort in Dänemark. Und warte mal, wie ist die Nummer 1, 2, 3? Und dann sagst du, lässt einen Gruß bestellen von mir und dann wird sie fragen, wo ich bin und dann gibst du mir. Das gern, ja? Tue ich nicht gern. Hoffentlich ist Karin jetzt nicht auf der Weide bei den Pferden. Hier, nimm mal. Ja? Wenn die Haushälterin dran ist, du, die kann außer Dänisch nur Englisch. Ja. Hallo? 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 Yeah. Yes, ja? May I speak please to Miss Karin Zöborg? Yes, I understand, yes. Hallo Karin, grüß dich. Ja, hier ist Margot. Ja, du weißt du, warum ich anrufe? Ja, ich bin bei Mama. Die hat sich das Bein gebrochen. Klein Moment mal, Karin, ich gebe sie dir. Augenblick mal. Karin? Na, sag mal, mein Mädelchen, warum meldest du dich überhaupt nicht? Ach, du Werner ist ja so verzweifelt. Was? Geschrieben? Und zweimal, hat zweimal telefoniert ins Geschäft. Ja, wer hat denn im Geschäft da dieses Telefon abgenommen? Weißt du nicht. Weibliche Stimme. Aber ja,
Karin, Karin, wir wussten das ja nicht. Du hattest ja zu Werner gesagt, du möchtest hier nicht leben. Warum weinst du denn jetzt? Karin, bitte tu das nicht. Aber ich wusste das doch, ich kenne dich doch. Karin, Karin, pass mal auf. Jetzt ruf mal Werner sofort an, der ist im Geschäft. Ja, aber mein Kind, es geht um euch. Naja, musst ja wissen, was du tust. Na gut, kann ich dir nicht helfen. Mach's gut, ja? Wiedersehen. Ruf den nicht an. Sagt, wenn Werner was von ihr wissen will, dann soll er sie selbst anrufen. Ja, will sie denn, dass er sie anruft? Was heißt, will sie denn, will sie denn? Mädel kommt beinahe um vor Sehnsucht. Kann sie überhaupt nicht mehr aushalten. Sag mal, musstest du mir ausgerechnet wieder Kohlroulade bringen? Mama, ruf du ihn doch an. Was heißt, ich kann Werner nicht anrufen, kann doch nicht sagen, ich mit Karin telefoniert habe. Zweimal hat die angerufen und einen Brief geschrieben. So, ich sag dir, dieser Borgfeld, der trau ich ja alles zu. Ach, also diese Kohlrouladen. Das müsste ich bloß noch rausbekommen, ob Werner sich wirklich noch was aus Karin macht. Das kriege ich raus. Sieh mal nach, ob die Borgfeld auf der Straße ist. Na? Sie ist beim Auto und lädt das Gepäck auf. Mhm. Werner ist im Laden. Aha. Mama, musst du denn immer Schicksal spielen? Na klar muss ich Schicksal spielen. Verzeihung, ist da Berlin 66512? Bitte, hier spricht Holzkilde, Dänemark. Ich verbinde. So, jetzt bin ich gespannt, was Werner macht. Ja, wahrscheinlich idiotisch Hallo in Apparat rufen. Ja, aber dann, wenn er merkt, dass die Verbindung nicht zustande kommt. Erst mal abwarten, ob er sie noch liebt. Na, wir mal sehen, ob er zurückruft. Du, Werner kommt aus dem Laden. Was? Jetzt geht er schon wieder zurück. Er hat der Borgfeld nur kurz was gesagt. Na, also. Mama, wen rufst du denn jetzt schon wieder an? Na, wen werde ich wohl anrufen? Geschäft natürlich. Bitte besetzt, mein Werner telefoniert. Das ist ein gutes Zeichen. Sieh mal nach, was die Borgfeld jetzt macht. Ich glaube, die wird unruhig. Was, die wird unruhig? Das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Und wenn ich mir zum zweiten Mal das Bein breche. Sag her. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie kommen beide aus dem Laden raus und fahren ab, oder? Oder? Die muss ganz schön durcheinander sein. Wie die mit den Koffern umgeht? Ja, stört mich nicht. Sind ja bloß ihre. Und nun sind wir sie los. Ja. Was? Sind wir aber froh. Ja. Muss mich setzen, du. Ich helfe dir. Dieses Bein, das verdammte. Weißt du was? Ja. Jetzt kannst du uns einen schönen Kaffee kochen. Nun geht der ganze Ärger wieder los. Wieso denn? Na hör mal, find du mal eine gute Verkäuferin.